Ja, auf den ersten Blick ist das so. Richard Wagner hat tatsächlich sich erstens sehr viele Gedanken gemacht über den Helden und das Weib und hat sie auch in diesen Figurentypen auch so in seinen Musikdramen auf die Bühne gebracht. Aber das ist der erste Blick. Und der zweite Blick verrät eben, dass Wagner so tief auch in die Diskussion seiner Zeit eingestiegen ist, dass da auch sehr viel Verunsicherung und Unklarheit hinter diesen Konzeptionen steckt und ein Suchen nach Eindeutigkeit, das aber natürlich auch oft gebrochen wird. Und auf der Opernbühne sieht man dann eben auch gebrochene Helden oder Frauengestalten, die an dieser Idee der Erlösung durch die Frau partizipieren, aber eben auch, wo dieses Konzept durchaus nochmal verhandelt wird. Und damit wird es spannend auch für die Wissenschaft. Zum einen ist es eine Besonderheit, dass man Richard Wagner tatsächlich mal unter den Blickwinkel der Genderforschung nimmt. Das ist in großem Stil noch nicht passiert und wir versuchen das hier in einem interdisziplinären Austausch. Dafür haben wir eingeladen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die speziell auch aus der Genderforschung kommen, aus der musikwissenschaftlichen Genderforschung. Da ist zum Beispiel Eva Rieger dabei. Sie ist eine der wichtigen zentralen Figuren der musikwissenschaftlichen Genderforschung im deutschsprachigen Bereich und glücklicherweise auch große Wagner-Forscherin, sodass sie hier eine zentrale Position einnimmt. Aber wir haben eben auch aus anderen Disziplinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, um zum Beispiel auch aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive oder auch aus der Perspektive des Films uns dem Thema nähern zu können. Eine zweite Besonderheit des Symposiums ist, dass wir versucht haben, sowohl große Namen aus der Wissenschaft hierher nach Oldenburg zu locken, als auch den wissenschaftlichen Nachwuchs hier zu fördern. Und ich freue mich besonders, dass aus dem Forschungsbereich Kulturgeschichte der Musik viele Nachwuchswissenschaftlerinnen auch dabei sein werden. Ich erhoffe mir sehr rege Diskussionen, denn ich gehe davon aus, dass nicht nur Richard Wagner und seine Musik bis heute ein heiß diskutiertes Thema ist, sondern eben auch genau die Geschlechterperspektive auf seine Musik, auf seine Musikdramen und auf sein Denken. Da wird es sicherlich sehr rege Diskussionen geben. Erkenntnisse erhoffe ich mir in der Hinsicht, dass das breite Feld der Opern von Richard Wagner tatsächlich ein sehr interessantes Forschungsgebiet gerade für die Genderforschung sein kann. Und das wollen wir hiermit anstoßen.